Herzogin Meghan plus Prinz Harry, Affront, hat die Nase voll. Hollywoods Elite hat gemerkt, wer mit Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, befreundet ist, hat Stress. Die beiden bringen nämlich seit ihrem Ausstieg als Senior Royals im Jahr 2020 allerhand Drama aus Großbritannien mit. Kein Tag vergeht, an dem nicht, zumeist negativ, über sie berichtet wird, etwas. Worauf Promis, die in Hollywoods A-Liga spielen, einfach gar keine Lust haben. So feierten Megastars wie Kim Kardashian, 42, Sharon Stone, 64, Jessica Alba, 41, Jennifer Lopez, 53, und Priyanka Chopra, 40, den Geburtstag von TV-Mogul Oprah Winfrey. 69. Oprah, die ja eigentlich bekanntermaßen gut mit Harry und Meghan befreundet ist. Oprah, die zur Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018 erschien. Oprah, die 2021 ein emotionales Enthüllungsinterview mit Harry und Meghan führte. In diesem Interview erklärte die damals schwangere Meghan, dass sich innerhalb der britischen Königsfamilie ein Mitglied Gedanken machte. Welche Hautfarbe Sohn Archie Harrison Mountbatten Windsor, 3, wohl haben wird. In seinem ITV-Interview stritt Prinz Harry im Zuge der Veröffentlichung seiner Memoirensprache allerdings ab, dass die Royals jemals von ihm oder Meghan als Rassisten bezeichnet wurden. Widersprüchlich. Oder? Nun feierte Oprah ihren Geburtstag, doch von den Sussexes fehlte jede Spur. Böse Zungen behaupten, dass die Fernsehqueen den Herzog und die Herzogin auf ihre rote Liste gesetzt hat. Royal-Expertin Cara Kennedy schrieb in ihrer Kolumne für The Spectator darüber, wie sehr die beiden mittlerweile ein Dorn im Auge von Oprah seien. Man kann gut verstehen, wieso Oprah das Paar nach Harrys neuesten Enthüllungen nicht auf ihrer Geburtstagsparty haben wollte. Während seiner Promotour für seine Autobiografie hat er sie, fast 3 Jahre nach ihrem Mega-Interview, dumm aussehen lassen. Diese Nicht-Einladung erinnert an den harten Rückschlag, als Meghan und Harry 2021 nicht zum 60. Geburtstag von Barack Obama, 61, eingeladen wurden. Für die Top-Liga scheinen die beiden eben mittlerweile ein rotes Tuch zu sein. Vor einer Woche verkündete Prinzessin Beatrice, 32, mit einem herzerwärmenden Foto ihre Schwangerschaft auf Instagram. Um diese Nachricht gebührend zu feiern, unternahm sie mit Prinzessin Beatrice, 34, und Mutter Sarah Ferguson, 63, einen Wochenendtrip nach Norwegen. Die Mitglieder der britischen Royal Family wurden laut Oscar Aanmoen, Autor bei Royal Central, einer unabhängigen Quelle für königliche Nachrichten, an einem norwegischen Flughafen gesichtet. Demnach soll sich die Familie von Freitag, 27. Januar, bis Montag, 30. Januar, in dem Land aufgehalten haben. Auf Bildern, die Aanmoen vorliegen, trägt Beatrice Leger Kleidung bestehend aus einer grauen Hemdjacke und einer schwarzen ärmellosen Steppweste. Ihre Haare sind zu einem lockeren Dutt zusammengebunden. Fergie trägt einen schwarzen Mantel zu einem grafisch gemusterten Schal, wie auf ihrem Instagram-Bild, das sie wenige Stunden nach den Aufnahmen am Flughafen teilt. Ob es aus Norwegen stammt, ist nicht bekannt. Prinz Adrefs, 62, Ex-Frau schreibt lediglich, ich nehme Little Red mit, wohin ich auch gehe. Unsere nächste aufregende Reise ist immer gleich um die Ecke. Besuchen Sie den Link in meiner Biografie und kaufen Sie meine Bücher, um weitere Little Red Abenteuer zu entdecken. Anführungszeichen. Während ihrer 70-jährigen Regentschaft war Queen Elizabeth, 96, eine der berühmtesten Frauen der Welt. Eine enge Freundin half ihr, während dieser Zeit auch mal unerkannt zu bleiben. Jetzt ist Lady Rupert Neville, die langjährige Wegbegleiterin der Queen, tot. Wie die Daily Mail berichtet, starb sie im Alter von 97 Jahren.
Dem Bericht zufolge werden zur Beerdigung in der kommenden Woche hochrangige Royals erwartet. Als 1982 Lady Ruperts Ehemann starb, hätten auch Prinz Philipp, 99, und König Charles, 74, die Trauerfeier besucht. Lady Rupert Neville wurde 1925 als Camilla Wallop, Tochter des 9. Earl of Portsmouth, geboren und war bei Freunden, einschließlich der Queen, als Mickey bekannt. Mit Queen Elizabeth verband sie eine lebenslange Freundschaft, die beiden kannten sich schon seit ihrer Kindheit und gehörten zu einer Gruppe von Pfadfinderinnen, die sich auf dem Gelände des Buckingham Palastes trafen. 1944 heiratete Camilla Wallop Lord Rupert Neville. 59. Das Anwesen des Paares, Horstedt Place in Oakfield, sei oft zum Unterschlupf für Queen Elizabeth und Prinz Philip geworden, wenn diese das naheliegende Theater in Brighton besucht hätten. Sowohl Prinzessin Eugenie, 32, und Jack Brooksbank, 36, als auch Prinz Harry, 38, und Meghan Markle, 41, heirateten 2018 in der St. George Chapel in Windsor. Die beiden Paare sind äußerst gut miteinander befreundet, auch nach dem sogenannten Mixit der Sussexes und ihrem Umzug nach Kalifornien halten die vier bis heute fest zusammen. Ein Grund, wieso eine Bemerkung von Prinz Andrew, 62, in einem Interview vor Eugenies Hochzeit im Oktober 2018 bis heute für Verwunderung sorgt. In einem vorab aufgezeichneten Gespräch mit Ruth Langsford und Eamon Holmes des Senders ITV sagte der Vater der Braut, es wird nicht dasselbe sein wie die vorherige, die im Mai stattfand. Dies ist keine öffentliche Hochzeit, sondern eine Familienhochzeit. Weiter betonte Andrew, es werden ein paar mehr Leute da sein, als die meisten Leute haben. Es sind ein paar mehr als bei Harry, aber das liegt einfach in der Natur von Eugenie und Jack, sie haben so viele Freunde, dass sie eine Kirche dieser Größe brauchen, um sie alle unterzubringen. Ein subtiler Seitenhieb in Richtung seines Neffen und dessen Ehefrau, die in den Augen von Prinz Andrew wohl im Gegensatz zu seiner Tochter nicht das gleiche Naturell haben, um so viele Menschen um sich zu scharen. Rund zwei Monate ist es her, dass Lady Susan Hussey, 83, wegen eines Skandals von ihren Aufgaben im Namen der Krone entbunden wurde. Die ehemalige Hofdame von Queen Elizabeth, 96, hatte Ngozi Fulani, die Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Sisters Peace, mehrfach danach gefragt, wo sie wirklich herkommt. Die Britin hatte den Vorfall daraufhin via Instagram öffentlich gemacht und sich später auf ein Treffen mit Hussey eingelassen, bei dem diese sich für ihre unangebrachten Bemerkungen entschuldigte. Nun absolvierte die 83-Jährige ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Seite von König Charles, 74, seit den Geschehnissen. Sie begleitete den Monarchen am Sonntag, 29. Januar, in die Kirche St. Mary Magdalene auf dem königlichen Anwesen der Familie in Norfolk. Fotos zeigen Prinz Williams Patentante in einem dunklen Mantel und mit Hut offenbar gut gelaunt zum Gottesdienst gehen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle: Picture Alliance, Express Co. UK, Daily Mail Co. UK, Twitter.com, Express Co. UK.